Das ist einfach viel zu schnell vorbeigegangen. Die schöne Erinnerung, nicht? Also ich weiß, wie gut ich das gehabt habe. Es war einfach eine schöne Zeit. Die Zeit vor dem Familientreffen nutzt Hark für einen Besuch des alten Dachbodens. Schon als kleiner Junge war er gern hier. Mutter versteckte hier immer ihre kleinen und großen Geheimnisse. Ein alter Reisekoffer. Der Inhalt 72 Rollen Super 8 Film, an Gitta Quedens adressierte Pakete. Und eine alte Super 8 Kamera. Harks Mutter filmte viel, nahezu alles. Aber vor allem ihre sieben Kinder. Als diese erwachsen und aus dem Haus waren, hörte Gitta damit auf. Die Filme gerieten in Vergessenheit. Die Mutter war die Chronistin ihrer Familie. Sie schuf dabei ein seltenes Zeitdokument, das weit über Familie, Dorf und Insel hinausgeht. Es ist ein Schatz aus Bildern, eine Dokumentation einer vergangenen Epoche. Ein unreflektierter, ganz persönlicher Blick in die 60er, 70er und 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und eine Reise in die Geschichte Amrums. Ich finde das faszinierend, dass meine Mutter tatsächlich auch in Ruhe Sachen gefilmt hat, Gebäude, die abgerissen worden sind oder die auch neu gebaut wurden, neu gedeckt worden sind. Wenn das Wetter gut war, musste sie raus von der Vogelkoje über die Dünen, den Strand. Sie war immer auf dem Sprung und wenn irgendwas los war, hat sie ihre Kamera geschnappt, geguckt, ob da Film drin war und dann wurde gefilmt. Die Familie wurde natürlich auch eingespannt. Die Kleidung wurde ausgesucht, die roten Stiefel mussten, es musste bunt sein, es musste filmreif sein. Norddorf, eines von fünf Dörfern auf Amrum. Ein seltener Anblick. Am nördlichen Rand des Dorfes, im Garten der Quedens. Alle Geschwister beisammen. Vier leben seit Jahrzehnten auf dem Festland, nur drei auf der Insel. Damals wie heute, die Quedens sind ein bunter Haufen Insulaner. Hark, der Rebell, er lebt heute in Schönkirchen bei Kiel. Uwe, den Zweitgeborenen, hat es aufs nordfriesische Festland verschlagen. Maren findet aus Bergisch Gladbach nur noch selten den Weg nach Hause. Silke wohnt heute im Haus der Eltern. Frauke lebt mit ihrer Familie an der Schlei. Anke ist ihrer Insel treu geblieben. Just a perfect day. Problems all left alone. Auch Gundel, das jüngste der Quedensgeschwister, lebt heute auf der Insel. Sieben Leben,
eine Vergangenheit. Gebannt auf 72 Rollen Film. Im Norden der Insel erstreckt sich die Amrumer Odde. Hier zwischen Weststrand und Wattenmeer spielte sich das Leben der Quedenskinder ab. Sie gingen oft segeln. Familientradition. Schon der Großvater hatte Boote. Vater Johnny natürlich auch. Hark ist auf der Suche nach dem Wrack des Familienbootes. Ich glaube, da könnte was sein. Ich geh mal gucken hier. Die Möwe, ein Ausflugsboot, das in Harks Kindheitserinnerungen einen großen Raum einnimmt. Vergammelt. Ich fasse es nicht. 40 Jahre im Wasser. Das war die alte Möwe. Schon Vater Johnny besuchte das Wrack regelmäßig. Ja, nach meiner Erinnerung ist das die letzte Möwe, die ich kenne. Es gab angeblich dreimal das Boot Möwe. Ich kenne aber die beiden Vorgänger nur aus Bildern. Die habe ich persönlich nicht mehr erlebt. Aber mit dieser Möwe bin ich selbst noch mitgefahren nach Hallighoge. Zu den Seehundsbänken nach Hörnum. Mir kommt jetzt wieder der Geruch in die Nase vom Motor. Den habe ich immer so gerne geschnüffelt als Kind. Wenn die Maschine lief und warm wurde, einmal die Nase reinhalten und das einatmen, was da so kommt. Das kommt jetzt wieder. Ja, die stolze Möwe. In Harks Kindheit war der Tourismus für die Insulaner nicht mehr als ein Nebenerwerb. Kind erinnere ich mich auch noch, dass man in der Schule mal gefragt hat, Fräulein Lilge, kann ich eine Stunde eher gehen? Ich würde gerne mit meinem Großvater fischen gehen. Und dann hat man hier Hornfische gefangen bei Ebbe. Da war im Priel immer noch Wasser, da wurde Netz rübergezogen. Dann hatte man je nachdem 50 bis 200 Hornfische, die man dann verkauft hat. Auf Amrum oder auf Föhr. Ja, und das kommt jetzt alles wieder. Früher war es so, wenn die Flut kam, dann wurde die Möwe bereit gemacht. Es gab keinen Steg, es gab keinen Hafen. Man musste also mit einem kleinen Beiboot zu dem Boot gebracht werden. Leute, die sich getraut haben, die sind zu Fuß hingegangen und konnten einsteigen. Und die nicht, kamen dann Huckepack und wurden dann wartend durchs Wasser an Bord getragen. Ich weiß, dass wir oft als Kinder zumindest getragen wurden, dann da reingesetzt wurden, auf den Rücken oder auf der Schulter. Ja, ich weiß es nicht, so groß war das Boot nicht. Es war ja nicht so hoch, dass man jetzt eine Leiter brauchte oder einen Steg benötigte. Der Sommer 1962. Eine Urlauberin aus Hamburg dreht diese Segeltour mit ihrer Super-8-Kamera. Die Aufnahmen faszinieren Mutter Gitta. Fortan greift die quirlige Insulanerin selbst zur Kamera. Die Föhrfahrt, also da kann ich mich auch dran erinnern, dass es immer toll war, auf dem Boot sitzen, über Bord gucken. Manchmal schwamm da auch ein Seehund.
Das waren, ja, schöne Touren. Wenn ich die Bilder sehe, dann weiß ich wieder, wie es war. Dann, dass immer Gäste mit waren, dass man immer wirklich auf dem Deich gesessen hat, vielleicht nass und vielleicht manchmal auch durchgefroren. Und dann gab es leckeren Kuchen und das war einfach immer... Das war eigentlich immer so das Ziel, einmal rüber nach Udersum Kaffee trinken. Das war Standard auf solchen Touren, dass man dann zum Bäcker ging nach Udersum und sich leckere Kuchen holte, die man dann am Deich vernaschen konnte. Ein eigenes Boot haben, weil mein Vater mit 14 über Bord gegangen ist, nicht schwimmen konnte. Und das war mit ein Grund, dass wir als Kinder nie ein eigenes Boot haben durften, obwohl er selber mit 12 Jahren sein erstes Segelboot bekommen hat. Fanden wir natürlich nicht so gut. Dass vergangene Lebenszeit nicht wiederkehrt und dass das Leben immer weitergeht. ...1963, Gundel, das Nesthäkchen, wird geboren. Mutter Gitta ist nun 41 Jahre alt, hat 7 Kinder und ein Haus voller Badegäste. An Arbeit mangelt es nicht. In ihrer knappen Freizeit versäumt sie es aber nicht zu filmen oder lässt filmen, wenn sie gerade alle Hände voll zu tun hat. Na, wir sind ja auch reingewachsen. Es waren ja nicht alle auf einmal da. Man ist halt immer, die Familie wurde immer größer. Man hatte immer kleinere Geschwister, auf die man natürlich sich auch mit drum kümmern musste. Habe ich nicht gemerkt, überhaupt nicht. Ich habe auch nicht gemerkt, dass wir viele waren. Meine Großeltern waren noch da. Für mich war das normal, wenn damals 5, 6, nachher waren wir, glaube ich, 9 oder so am Tisch. Das fand ich völlig normal. Meine Mutter habe ich eben als sehr resolut und aber auch geradlinig und manchmal ein bisschen streng in Erinnerung. Sie war aber immer, sie war hart, aber gerecht, kann man sagen. Unsere Mutter war einfach wirklich so die Managerin, würde ich mal sagen. Die hat einfach nach außen alles geregelt, die hat auch einfach alles gemacht. Die war immer irgendwo. Familie, Hausgarten, Gäste, Nachbarn. Und die war immer am Kochen, am Backen. Also die war eigentlich immer aktiv. Und wir fragen uns ja heute noch, wie sie das alles geschafft hat. Wie hat sie das alles gemacht? Also wir machen ja leider nicht so viel. Und unsere Mutter hat alles geregelt und 1000 Sachen am Tag gemacht. Ich weiß gar nicht wie. Mein Vater war ein ganz ruhiger, lieber Mensch, der ganz viel Geduld hatte, der alles gemacht hat und der auch sich für, ja,
ja, für seine Kinder eingesetzt hat und eigentlich immer da war. Man konnte ihn um alles fragen, bitten. Er hatte immer eine Lösung und er war immer bereit, irgendwas auszuprobieren. Also unser Vater war der ruhende Pol, würde ich so sagen. Ja, er war mal der Ruhige, der auch zugehört hat immer. Amrum war in den 60er Jahren für Kinder eine riesige Spielwiese. Morgens wurden sie rausgeschickt und kamen erst wieder, wenn sie hungrig waren. Wir Kinder haben ganz viel auf der Straße gespielt, wir haben im Garten gespielt, wir waren am Strand. Früher war das noch möglich, dass wir auch als Dreijährige mit an den Strand gingen mit unseren älteren Geschwistern. An die Ballerszene kann ich mich nicht erinnern. Es war garantiert eine extra für die Kamera gemachte Szene. Ansonsten sind wir immer alleine baden gegangen. So, entweder ich nicht mit meinen Geschwistern. Ich hatte genug Freunde in der gleichen Altersgruppe. Und wir sind immer alleine baden gegangen. So. Aber die Eltern waren nie mit. Das, wenn, dann vielleicht sonntags mal. Für mich ist einfach der Strand, das Strandleben, einfach gehen können, wann man wollte, wohin man wollte. Schon die Freiheit, die man hatte. Die Freiheit, also ja, als, genau. Dass man als kleines Kind schon unbeschwert rumlaufen konnte, weil hier war ja auch nicht so viel los. Relativ Wald, wenig Verkehr. Genau. Wir sind wirklich schon ganz früh auch allein zum Strand gegangen. Doch trotz aller Freiheit, auch auf Amrum gab es Grenzen. Von den 7 Geschwistern war es vor allem einer, der diese immer wieder testen und überschreiten wollte. Die Hippie-Zeit. Für Hark die ganz große Befreiung. So long, boy, you can take my place. Got my papers, I got my pay. Ich erinnere noch das mal Weihnachten, da kam ich nach Hause. Ich war ein Jahr in der Lehre und da waren die Haare etwas über die Ohren und ich habe sie immer noch hinter die Ohren gekämmt und dann irgendwann nicht mehr. Mit 16 verließ er die Insel, absolvierte eine Lehre und brachte ein neues Lebensgefühl mit nach Hause. Ein Schock für die Insel. Und der Beginn einer jahrelangen Auseinandersetzung mit Mutter Gitta. 40 Jahre Stress mit meiner Mutter wegen der Haare. Es gibt immer Streit. Und das fand ich persönlich als Kind nicht schön. Ein ewiges Thema. Manchmal mit Spaß und manchmal mit sehr viel Ernst. Wenn man dann seine Mutter und seinen Bruder am Tisch sah, wie sie sich dann nicht gezofft, aber schon gestritten haben und meine Mutter dann wieder auch fast anfing zu weinen. Hier eine Spitze, da eine Spitze und vielleicht mal aus der Stirn raus und macht ihr mal einen Zopf. Und manchmal habe ich gedacht, Hack, stell dich nicht so an, schneid doch diese langen Haare ab. Das war echt ein Thema. Das hat uns ja von klein auf an bis jetzt immer noch begleitet. Immer noch. Das war immer Thema. Egal, ob Hark jetzt 18 war oder 30 war oder 40 war oder 50 war. Es war immer ein Thema. Ich sag immer, bei meinen Schwestern hat sie es geschafft. Alle haben kurze Haare, aber ich bin mir treu geblieben. Der Entwicklung zum Seebad Ende des 19. Jahrhunderts kamen die Touristen. Über 100 Jahre später sind sie der wichtigste Wirtschaftsfaktor der Insel. Heute gibt es noch 3 Bauern und einen Fischer und 10.000 Betten für Touristen.
Der Probst kam zum 10. Mal. Ich glaube, die Eltern waren sogar schon Gast bei uns, unter anderem auch. Und das war schon so, dass bei uns, also die Gäste, wenn die kamen, die kriegten erstmal Kaffee und Kuchen. Genau. 10 Jahre wäre ja auch noch ein Jubiläum letztendlich. Da passten auch 4 Leute noch in einen kleinen Käfer rein. Früher hatten wir auch alle, hatten auch zu 4, die hatten nur ein Zimmer, die hatten keine Dusche, kein Klo. Das funktionierte aber alles bestens. 3 Wochen lang waren die. 3 Wochen lang, genau. Gebadet wurde am Strand. Der Nachteil war, dass wir im Haus immer leise sein mussten als Kinder. Wir durften, also wir hatten unser Kellerzimmer, aber die anderen mussten immer irgendwo hinziehen. Und wir mussten leider immer leise sein. Wir konnten uns nicht im ganzen Haus bewegen. Man musste im Sommer immer ruhig sein, wenn die kleinen Kinder laut waren. Es ging immer nur mit Psst und leise. Die Gäste. Wir mussten vor allem immer reingehen und guten Tag sagen, wenn die Gäste neu kamen. Und das fand ich als Kind, mochte ich überhaupt nicht gerne. Nein, wieder guten Tag sagen und erzählen, wie gucken, wie groß man geworden ist und so weiter und so weiter. Was alle Amrumer Kinder wahrscheinlich kennen. Badegäste waren für die Kinder eine interessante Spezies. Brachten sie doch eine Strandkultur mit, die sie auf der Insel nicht kannten. Badegäste war für uns immer spannend, weil die ersten Badegäste, die wir so gekannt haben, immer Kinder in unserem Alter hatten. Das heißt, wir sind eben mit den Gästen morgens an den Strand gegangen, durften unseren Rucksack mit dem, sind mit denen hinten zum FKK-Strand und waren den ganzen Tag in der Hütte mit denen. Das war immer spannend. Sie haben ja auch alles Mögliche mit den Gästen gemacht, gegrillt, am Strand Kaffee getrunken. Ja, wie das oft haben sie auch gemacht. Genau, wie oft hat meine Mutter dann noch Kuchen gebacken, Apfelkuchen, Pflaumenkuchen und ist dann mit der Kanne Kaffee und dem Kuchen und Schlagsahne raus zum Strand. Und das war aber wichtig, weil wir am FKK-Strand waren, dass meine Mutter gesagt hat, ich komme zum Kaffee, dann, aber sie sind angezogen. Ich komme nicht, wenn sie nichts anhaben. Von der Dünenkante aus hat sie schon mal die Flagge gehisst, damit sie sich rechtzeitig anziehen. Achtung, Frau Quedens kommt. Alle mal ja, anziehen. Ja, das mochte sie gar nicht, das fand sie ganz furchtbar. Nee, das war nichts, aber ja, nach Absprache hat es gut geklappt, dann ist sie auch gekommen. Wir haben auch sehr nette Gäste gehabt, genau. Muss ich sagen. Auch über viele, viele Jahre. Und die Kinder sind mit uns ja auch groß geworden letztendlich. Also. Endlose Sommertage auf dem Amrumer Kniepsand. Und Mutter Gitta immer dabei. Abmarsch vom FKK-Strand. Der Sommer 73 findet ein jähes Ende, als ein Sturmtief aus Nordwest über die Insel hereinbricht. Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 180 Stundenkilometer beeindrucken Insulaner wie Touristen gleichermaßen. Ich erinnere, dass es im August war und dass man gesagt hat, dass ich mir damals gesagt habe, das haben die Gäste endlich mal erlebt, was es heißt, wenn es hier stürmt. Weil eigentlich gab es ja nur Herbst- und Winterstürme hier und dieser Sturm im Sommer, der war schon sehr extrem. Es war ein Sturm, wo ganz viel kaputt gegangen ist. Das Häuschen der Rettungsschwimmer wurde über den Strand gespült. Es ging, ich weiß nicht, wie viele Strandkörbe kaputt, richtig kaputt, die weit, soweit ich weiß, nicht versichert waren. Und da haben die Gäste mal erlebt, was es heißt, wenn es hier stürmt auf der Insel. Es war ja öfter Sturm auf Amrum, aber was ich kann mir schon entsinnen, dass wir danach immer gerne an den Strand gegangen sind, weil es gab ja auch immer was zu finden. Es gab immer irgendwelche kleinen Schätze am Strand, ob das nur hübsche Flaschen waren oder ob das sogar Flaschenpost mal war, gab es ja auch mal am Strand oder schönes Stück Holz.
ich erinnere auch noch, dass ich selbst völlig überrascht war von der Menge an Holz, die da angetrieben ist, weil wir als Kind ja auch immer, oder nicht immer, oft nach der Schule los mussten, um Holz zu sammeln, dass das bei uns verbrannt wurde, getrocknet wurde, klein gemacht wurde, verbrannt wurde. Und das war wirklich extrem. Da lag eine Menge Holz am Strand. Ich kann mir bis heute gar nicht so richtig erklären, wo das alles hergekommen ist. Damals Strandgut, heute Tourismus. Der Amrumer Kniepsand ist ein Segen für die Menschen auf der Insel. Ein großes Thema für Frauke und ihre Schwestern, Pferde. Die gab es auf der Insel zuhauf. Ja, ich habe mich einfach auch gerne an die Pferdezeit erinnert. Wir konnten damit an den Strand reiten. Das kann man heute nicht mehr so ohne weiteres. Und das war einfach toll. Das hatte sowas von Freiheit und Abenteuer. Kleine Insel-Cowboys, oder wie man das so sagen würde. Also das hat mich das war so meine schönste Zeit. Amrumer Johnny Quedens heiratete 1950 seine Gitta Jacobs. Sie kam, wie viele Amrumer Ehefrauen, von der in Sichtweite liegenden Nachbarinsel Föhr. Zur Freude der Eltern scheinen 1975 alle 7 Kinder zur Silberhochzeit. Denn nur noch die Jüngsten leben noch auf der Insel. Gitta lässt feiern und filmen. Ich glaube, das war schon aufregend für uns, weil es eigentlich das erste große Fest bei uns in der Familie war. Das erste große Familienfest, was wirklich so öffentlich auch war und wo unsere Eltern sich dann auch einfach mal so richtig schick gemacht haben. Unsere Eltern sind ja selten oder eigentlich nie so ausgegangen, aber da war es einfach das Einladung geschrieben worden, dass unser Vater einen Anzug bekam, dass die Friesentracht und für unsere Mutter auch so das erste Mal, glaube ich, so wichtig wurde. Oh, das war schrecklich für mich, weil wir mussten uns alle was zum Anziehen kaufen, das war das Allerschlimmste. Ja, die Feier war eigentlich ganz nett. Mit Musik, mit Tanz. Leider wurde ich ein bisschen abgefüllt, je später der Abend wurde, und habe mit meinem Cousin und mit meinem ältesten Bruder Haag sehr viel Bowle genossen, die mir gar nicht bekommen ist. Von daher habe ich irgendwann ein Blackout und ich weiß, dass ich nicht mehr von der Toilette kam und meine Mutter immer vor der Tür stand und sagte, Frauke, mach die Tür auf. Frauke, ist alles in Ordnung. Frauke, mach die Tür auf. Und ich konnte nicht. Ich konnte nicht die Tür aufmachen, aber irgendwann bin ich dann natürlich doch, habe ich es geschafft. Und ich bin nach Hause gegangen und bin am nächsten Tag, konnte ich nur Fahrrad fahren. Ich konnte nur Fahrrad fahren. Sobald ich anhielt, wurde mir schlecht. Und das war meine erste Erfahrung mit Alkohol. Und das war nicht schön. Trotz Hippie-Zeit und 68er-Bewegung, auf Amrum verlief die Welt in geordneten Bahnen. Vor allem zu Weihnachten. Wir durften nie den Tannenbaum schmücken. Nein, die Tür war immer abgesperrt, auch später noch. Der Tannenbaum, das war Sache unserer Mutter oder der Eltern. Wir durften da also nicht rein. Das ist so lange eigentlich immer gewesen. Haben wir sehr lange beibehalten, ja. Also auch wo wir schon groß waren.
Und erst wenn wir gegessen hatten und die Küche in Ordnung war, dann legte meine Mutter immer besonderen Wert darauf, dass erst abgewaschen wurde. Dann wurde gebimmelt. Abends hat meine Mutter ihre kleine Glocke rausgeholt, dann wurde gebimmelt und dann wurde die Tür aufgemacht. Und dann war es immer schön. Der Tannenbaum stand da mit Lametta. Wir waren halt 7 Kinder, ne? Geschenke waren bescheiden. Man hat sich trotzdem gefreut. Naja, und dann hatten wir alle immer einen großen Naschteller. Das war auch wichtig, dass jeder seinen Teller hatte. Seinen eigenen Teller hatte, genau. Sonst musste man ja immer teilen. Aber an dem Abend hatte jeder seinen eigenen Teller. Und dann durfte so jeder auspacken, und irgendwie gab es auch immer das, was man sich gewünscht hatte. Ne? Auch wenn man das vielleicht nicht gedacht hat. Und wir hatten einen Berg von Papier. Und wir waren zwar glücklich und froh, aber es war ein fürchterliches Durcheinander. Kleiner Junge. Weihnachten 1976. Ja, Maurice, das ist eine Geschichte, die ist eigentlich gar nicht so kurz zu erzählen. Ich hatte jemanden kennengelernt in Frankreich und aus dieser Beziehung ist eigentlich Maurice entstanden, aber leider nicht direkt erzählt. Ja, es war ja irgendwie so, dass man Bruder in Frankreich gewesen ist und keiner wusste was. Und meine Eltern kriegten auf einmal, hier kam ein Paket an, glaube ich, mit einem Ausweis. Ja, irgendwie haben meine Eltern das relativ spät mitbekommen, eigentlich nämlich als er schon da war. Man schickte das hier an die Adresse, an Haags Adresse. Und so kam es, glaube ich, erst raus, dass Haag Vater eines kleinen Jungen war. Ich glaube, unsere Eltern waren schon ein bisschen erschrocken. Pikiert oder schockiert, wie auch immer man das nennen will. Es war das erste Enkelkind. Als der hier hinkam, waren meine Eltern natürlich einerseits nicht erfreut, aber Maurice war ein niedlicher, kleiner, aufgeweckter Junge und hat hier alles durcheinander gewirbelt. Aber natürlich war er der Mittelpunkt hier dann in der Familie. So, und alles andere war dann nebensächlich. Und alle haben geguckt, ob er sie freut, wie er auspackt und das war ja auch neu für uns. Das war ja auch eben, Haag brachte seine Freundin mit und den kleinen Maurice, das war ja für uns auch wieder irgendwie eine neue Situation, dass wir auf einmal so einen kleinen Neffen im Haus hatten. Und das war niedlich. Ich weiß, der war auch einfach total süß, Maurice. Und ich weiß, dass das für uns spannend war. Für uns war es spannend und ich glaube, meine Eltern haben das einfach genossen, dass da so ein kleiner war, mit dem sie, den sie betüdeln konnten. Auch Maurice und Chantal wurden wie alle in der Familie immer aufgenommen wurden, nett aufgenommen und gehören seitdem dazu, bis heute noch. Ich hab jetzt, Maurice hat jetzt 3 Kinder, ich habe 3 Enkelkinder und eigentlich ist alles in Ordnung. Im Gegensatz zum Stadtleben bot das Inselleben für Kinder wenig Ablenkung. Pferde waren für die Quedens-Schwestern ein willkommener Zeitvertreib. Ja, also jedenfalls für Leute, die dann gerne reiten. Ich glaube, ich habe noch nicht so oft mitgemacht. Wir hatten ein eigenes Pferd zu der Zeit, hatten unsere Eltern irgendwann mal uns Mädchen dann gekauft, weil wir so gebettelt haben. Und ich hatte ein spannendes Stechen beim Ringreiten und zu gewinnen war natürlich das Allergrößte. Und es war halt so, dass man dann als König oder Königin wurde man von den anderen Reitern nach Hause begleitet. Da gab es dann ein Getränk erstmal. Das hat mich ein bisschen in Panik versetzt, glaube ich, weil wir bei uns eigentlich nie Alkohol zu Hause ist oder irgendwas in der Art. Und irgendwie musste meine Mutter oder ich glaube mit Hilfe der Gäste, die wir hatten, die mussten schnell irgendeine Bowle herbeizaubern. Hat auch irgendwie geklappt. Und eigentlich war ich immer ein bisschen enttäuscht, dass ich keinen Pokal bekommen habe, muss ich sagen. Meine Schwester, die ist immer Zweiter geworden, die hat den Pokal. Ich habe immer nur so eine kleine Plakette. Das fand ich ein bisschen traurig, aber immerhin hatte ich, ich glaube, so einen Artikel im Inselboden, den habe ich mir aufbewahrt. Ende der 70er. Ein zu diesem Zeitpunkt nie dagewesenes Ereignis bringt die gesamte Familie Quedens auf die Beine. Haag
hat Großes vor. Und Mutter Gitter ist natürlich mit der Kamera dabei. Haags Plan, als erster das Wattenmeer zwischen Amrum und Föhr mit dem Surfboard zu überqueren. Für den heutigen Amrum-Besucher ein alltägliches Bild, damals absolut neu. Denn Haag war nicht nur der erste Hippie, sondern auch der erste Windsurfer, den die Insel je gesehen hat. Wenn ich Rentner bin, möchte ich mit meinem Segelboot noch mal ein bisschen segeln. Ich wollte ja, nachdem ich in den 80er Jahren mal meinen Onkel in Amerika besucht habe, immer gesagt, ich komme mit dem eigenen Boot noch mal, wenn ich noch mal komme. Da würde ich gerne noch mal eine Reise hin machen und vielleicht ein bisschen länger bleiben. ...1978. In der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember versinkt Norddeutschland im größten Schneesturm der Geschichte. Die Insel ist nicht nur vom Festland abgeschnitten, sondern auch die einzelnen Dörfer sind auf sich allein gestellt. Ja, der Schneewinter 78, da waren wir, ich war hier mit Chantal und Maurice. Und ja, es fing an zu schneien und hörte nicht auf und es war sehr stürmisch. Und er schneite und schneide. Wir sind durchs Dorf gelaufen, wir haben gefilmt und wir sind festgehalten worden. Wir konnten die Insel nicht verlassen und mussten, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen später haben wir unser Auto erst abgeholt, das total eingeschneit auf Amrum bleiben musste, weil wir damit nicht zurückkamen. Meine Schwester Maren hatte zwei Kinder mit aus dem Kinderheim. Ich war hier mit meiner Freundin damals, jetzt Frau. Und seitdem gab es hier im Haus 20 Jahre lang Pudelmützen und Strickwesten. Die Frauen haben nur gestrickt und die Mädchen. Alle mussten irgendwie was tun, man konnte auch nicht unbedingt raus. Spiele spielen und stricken, die anderen. Was wir gemacht haben, weiß ich gar nicht. Ob wir Karten gespielt haben oder was. Am Tag danach zeigte sich der Winter von seiner schönsten Seite. Opa Johnny und Enkel Maurice nutzen die Gelegenheit und holen die eingemotteten Schlitten aus dem Keller. Also das habe ich als Kind auch nicht oft erlebt. 78 war wirklich extrem. Neben dem Filmen auf Super 8 galt Gitters zweite Leidenschaft ihrer Föhr-Amrumer Friesentracht. Ich glaube schon, die Liebe unserer Mutter zur Heimatliebe, kann man auch fast sagen, war auch besonders schön für sie als Kind und hat, denke ich mal, das einfach auch gerne so pflegen wollen. Deswegen hat sie auch wirklich sich dafür interessiert, dass sowas auch wieder ins Leben gerufen wird oder gefördert wird und hat dann eben angefangen, Trachten zu nähen. Ich fand die Friesentracht immer schön früher und war natürlich auch als Konfirmandin stolz, so eine tragen zu dürfen. Das war einfach toll. Was nervig war, war, man brauchte eine Stunde, bis man angezogen war. Es war eine lange Prozedur, dann den Tag überstehen. Und ich weiß, dass ich abends schon immer anfing, mir die Nadeln aus der Kopfhaube zu ziehen, weil es eben auch drückte. Und auch als Marin heiratet, trägt sie natürlich ihre Friesentracht. Das war spannend, weil das war schon mal was Besonderes. Das war für uns auch was Besonderes, ne? Die erste Schwester, die geheiratet hat. Die erste Heirat eigentlich, von der ganzen, das fanden wir auch ganz spannend. Meine Mutter hat gesagt, du willst das so hoffentlich nicht zur Hochzeit. Du schneidest dir doch bestimmt noch die Haare ab. Hab ich gesagt, aber nicht für Maren und Hans-Peter. Und da gab es noch richtigen Familienstress. Ich habe das Haus verlassen, wollte nie wiederkommen und meine Mutter ist hinter mir hergekommen. Das erinnere ich zu Marens Hochzeit. Also ich habe die auf Amrum gefeiert, weil ich einfach schön fand, hier eine Kirche zu heiraten. Und wir hatten die Trachten jetzt auch mal zu Hause. Da kam eine Hochzeit in Weiß gar nicht in Frage. Da hat man in Friesentracht geheiratet. Der größte Teil der Familie, das war meine Familie, die wohnten hier alle, lebten alle hier oben.
Und von meinem Mann die Familie, die sind, haben dann alle diesen weiten Weg auf sich genommen und sind dann mitgekommen. Die Hochzeit weiß ich, dass da ganz viele Verwandtschaft von Hans-Peter ja auch da war und dass es für uns Norddeutsche schon seltsam war, mit den rheinischen Frohnaturen umzugehen. Aber ich glaube, wir haben uns doch alle ganz gut verstanden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, es wurden ja immer mehr Enkelkinder, die waren alle gern gesehen. Mein Vater hat sich gefreut. Mein Vater ist derjenige, der immer irgendwo Kinder um sich hatte, auf dem Schoß, auf dem Arm, was weiß ich. Der hat mit den Kindern alles gemacht. Von heute auf morgen kann ich zurückspringen in mein 16., 17. Lebensjahr, weil ich noch genau weiß, wie das war. Und dass das alles so schnell jetzt verrauscht ist, das ist einfach viel zu schnell vorbeigegangen.